Hallo und willkommen, das ist Minecraft, schön, dass ihr da seid. Ich spiele heute die Herobrine Mod für die Minecraft-Version 1.7.10. Ihr kennt vielleicht den Herobrine und alles, was damit zu tun hat, ja, und den Mythos, den es damals gab. Ich glaube, das war etwas Clickbait vom anderen Format. Heutzutage hat man da, glaube ich, andere Mittel und Wege gefunden für Clickbait. Jedenfalls werde ich das heute anzocken. Wenn es euch gefällt, gebt ein Like auf das Video. Vielen Dank für den Support. Jetzt habe ich hier die 1.7.10 mit der Minecraft Forge Version 15.58, also die endet mit 15.58. Und ich habe das Ganze über den Minecraft Launcher gestartet. Das ist ja jetzt so ein neuer. Über den Magic Launcher hat es nicht funktioniert, ja. Ihr habt ja gesehen, ich habe auch noch den Flans-Mod drin, es ist auch noch der Weathers-Mod drin, sollte man glaube ich sehen. Ich habe also das ganze Mod-Paket, was wir auch für Tornado und Tsunami benutzen, jetzt hier auch noch installiert. Ich habe eine AK-47, ich habe mich ja bis unter die Zähne bewaffnet, wie ihr seht. Also ich werde jetzt nicht unbewaffnet hier als Zivilist ins Spiel gehen. So, was jetzt aber noch fehlt, ist meine nette Ausrüstung. Ja, da muss ich auch mal gucken, dass ich da was finde. Habe ich nämlich jetzt ganz vergessen. Also ihr seht, wir haben hier eine große Auswahl im Flans-Mod. Wir können uns jetzt hier auch taktische Westen hier zulegen. Ich werde das mal ganz schnell machen. So, ziehen wir uns an. Es fehlt noch eine nette Hose. Ja, wir wollen ja nicht Unterkörper freigehen. Und jetzt hätten wir das. Jetzt craften wir den guten Totem. Ja, ich werde auch dazu mir jetzt gleich noch ein paar random Blöcke nehmen. Und zu guter Letzt einen Crafting Table hier hinsetzen. Wo haben wir den? Der ist hier. Gut, ich ändere meinen Game-Modus. Ihr seht, ich habe auch Optifine drin. Es funktioniert alles so, wie ich es jetzt hier aktuell konfiguriert habe. Zack. Und wir platzieren unseren Crafting-Table. Jetzt müsst ihr zuallererst, wenn ihr das Spiel starten wollt, einen Totem craften. Dazu nehmt ihr hier 8 Knochen, setzt hier Soulsend in die Mitte und dann bekommt ihr den Herobrine-Totem. Gut. Den wollen wir jetzt platzieren. Ja, dazu setzt ihr 2 Goldblöcke übereinander. Ja, jetzt können wir uns hier so ein bisschen hochstecken. Dann braucht ihr... Ach ja, jetzt fehlt natürlich mein Feuerzeug. Jetzt fehlt mein Feuerzeug. Das haben wir hier. Ein Feuerzeug braucht ihr auch noch. Nun gut, jetzt habt ihr hier die 2 Goldblöcke gesetzt. Jetzt setzt ihr den Totem da drauf. Über den Totem setzt ihr einen Netherrack, also Nethersteinblock. Und diesen Nethersteinblock zündet ihr an. Und wenn ihr den anzündet, färben sich die Augen rot. Und das Ganze ist aktiviert. Das heißt, ab dann kann Herobrine spawnen. Ich werde das einfach mal tun. Bumm. Ja, jetzt geht's los. Ja, ich habe es angefangen. Jetzt bringen wir es auch zu Ende. Los geht's. Oh Mann. Und es ist natürlich etwas wie Slenderman so ein bisschen. Vielleicht kennt ihr Slenderman. War vor allem 2012 extrem gehypt. Und es ist halt wirklich so, wenn man da zuschaut. Ich habe selbst auch früher Herobrine Let's Plays gesehen von der Herobrine Mod. Das sieht alles immer sehr harmlos aus, wenn man da langläuft, aber wenn man selbst im Spiel ist, hat es ein ganz anderes Kaliber. Von daher, ihr könnt es gerne mal selbst spielen, dann wisst ihr, was ich meine. Ist auf jeden Fall nicht so ohne, wenn man das hier spielt. Okay. Ah, übrigens, die Schwierigkeit ist auf normal. Ich habe auch den Spielsound ein bisschen lauter, dass man auch alles hören kann. Oh! Mutter Maria Jesus, der Moment, wenn dein Gewehr nicht nachgeladen ist. Oh, shit. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da hinten hat er offenbar eine Falle gebaut. Ich könnte jetzt über das Wasser gehen, aber das wäre mir etwas zu unsicher, weil ich da in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt bin. Deswegen laufen wir jetzt mal drumherum. Das ist auf jeden Fall ein NPC-Dorf. Und ich glaube, da ist noch etwas, was da nicht hingehört. Das gucken wir uns mal an. Ja, ja, die Minecraft-Version 1.7.10. Von der 1.7 auf die 1.8 hat sich sehr viel getan. Alter, ich höre Zombies. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Jetzt ist mein Spiel mir doch ein bisschen zu laut. Es kann sein, dass ich da ein bisschen anpasse danach. Und ich glaube da vorne, man muss ja auch aufpassen, weil manchmal sind die Tiere auch Hero Cows, Hero Pigs. Kann hier alles auftauchen. Die sind lieb, Gott sei Dank, ey. Oh! Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch! Alter, wo ist der hin? Wo ist der hin? Oh Mann! Alter, Leute, das ist übel. Ganz übler Scheiß. Ganz schnell abhauen. Wir flüchten uns zu dem NPC-Dorf. Vielleicht sind wir da. Safe!
Ich bin tot, ich bin tot, ich schwör, ich bin tot. Alter, Alter, was geht? Alter, ich fall... Nein, ich bin fast tot. Alter, jetzt bin ich noch in so ein Cave gefallen. Da muss ich mir jetzt noch mal ein bisschen Ausrüstung holen, weil sonst komme ich ja... Ah, so, nee, ich habe ja hier. Okay. Also er sprengt den Boden unter mir weg, Leute. Das ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach. Naja, da hat er Fallen, glaube ich, gespawnt, so wie das aussieht. An der Stelle auch, ich spiele es ja jetzt heute nur an. Ja, ich will natürlich euer Feedback abwarten. Wenn euer Feedback gut ist dazu, und jetzt müssen wir mal die Zeit ändern. Ich will es wirklich nicht nachts spielen, das ist schon schlimm genug. Dann könnt ihr gerne etwas Feedback dalassen. Und dann werde ich das auch etwas anpassen, ja, weil ich glaube schon, dass es aktuell so ist, dass Herobrine ein bisschen zu oft spawnt. Hab da jetzt gar nichts verändert an der Config. Nee, das gehört noch zum NPC-Dorf. Hab mich schon ein bisschen gewundert. Sind ein paar Häuser abseits. Was ist das denn? Okay. Also irgendwie fühle ich mich jetzt hier... Oh, da ist ein... Ja, down. Die explodieren auch, das habe ich ganz vergessen, dass sie explodieren können. Das hatten wir, glaube ich, bei den Hühnern vorhin, deswegen ging es da auch so ab mit den Explosionen. Ja, ja, da ist wieder einer. Mindestens einer, zwei. Oh. Muss jetzt wirklich aufpassen. Das sind normale. Oh, das sind alles Hero-Picks. Oh Mann, sind die normal? Die sind mir freundlich gesinnt. Oh Mann, ich habe noch Freunde in dieser Welt. Es ist wirklich nicht einfach, weil man halt nicht weiß, wann es soweit ist, ne? Werde ich jetzt erstmal hier wieder ein bisschen frühstücken. Wir laufen einfach mal weiter, mal gucken, was wir noch sehen. Oh. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Genauso ist es auch. Das ist natürlich nicht so gut. Aber kann passieren. Ich bin jetzt sehr weit gelaufen. Ich werde jetzt einfach nochmal neu starten. So, ich bin jetzt wieder zurück im Spiel. Das Spiel ist die ganze Zeit abgestürzt, als ich dahinter gelaufen bin. Also diese Richtung darf ich wohl nicht gehen. Ist halt immer das Problem, wenn ihr eine Welt erst erstellt habt und die hat noch nicht so weit vorgerendert, dann kann es hier zu Problemen führen. Deswegen, ich werde jetzt versuchen, hier in der Gegend um den Totem zu bleiben, was auf jeden Fall alles schon vorgerendert hat. Da drüben haben wir, glaube ich, auch Hero Picks. Oh ja. Nun gut, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir laufen einfach ein bisschen, ja, diese Richtung hier wieder zurück. Wurde ja hier extremst angegangen, ne? Wir haben auch sehr viele Holes hier heute. Oh. Bleib stehen. Okay. Na gut, da wo der jetzt ist, sind vielleicht nur andere. Ja, ja, da oben sind noch andere. Oh, Mist, Leute. Na gut, wenn ich jetzt alles schaffe heute, dann kommt das Video noch heute am Freitag. Und dann ist es ja noch zutreffend, wenn ich sage, dass morgen ein Event ist. Ein Worship-Event. Was mit dem denn? Oh. Okay, er ist explodiert. Es wird wohl Zeit, ins Exil zurückzukehren. Immer mal darüber. Also ihr dürft morgen gerne alle mitmachen bei einem Worship-Event auf seachines.net. Es kam ja gestern ein Infovideo, was zu diesem Event ein bisschen informiert. Wir haben ja auch schon mal gefightet und jetzt habe ich Ruckler. Jetzt spawnt hier bestimmt gleich was. Wir haben ja schon mal auf dem Server gefightet bisher und das auch hochgeladen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie das alles abläuft, könnt ihr euch das Video gerne anschauen. Und dann solltet ihr Bescheid wissen. Jetzt haben wir hier ein Cave, so wie es aussieht.
Ja, ich weiß halt nicht genau, wo ich jetzt... Ich weiß auch gar nicht mal, wo ich den Totem hingestellt habe. Das ist das Problem. Ich werde jetzt einfach mal diese Richtung gehen. Ich glaube, so viel kann man da gar nicht falsch machen. Abend. Ja, hi. Ah, gut. Das sind alles nette, ne? Es gibt noch nette Menschen oder nette Tiere auf dieser Welt. Hm. Oh, ich höre ein bisschen Wind. Ich hoffe, dass jetzt kein Tornado kommt. Das ist jetzt ein bisschen unpassend. Da kann nämlich auch per Random spawnen, ja? Also wenn wir Tornado und Tsunami spielen, dann wird er immer von Alex künstlich erzeugt. Aber der kann auch naturgemäß spawnen. Also kann man jetzt nicht unbedingt kontrollieren, wenn das jetzt hier einsetzt. Da hinten ist der Totem. Okay. Nee, ich gehe nämlich jetzt mal kurz zum Totem zurück und werde den nochmal neu setzen. Denn ich glaube, das funktioniert aktuell nicht mehr so, wie es sollte. Taucht mir jetzt ein bisschen zu selten auf. Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Spiel abgestürzt ist. Ja, das muss man schon ganz klar so sehen. Gut. Okay. So, wir starten wieder von vorne. Da sind auch schon Hero Cows gespawnt, kann man auch sehen. Zumindest eine. Und ich werde mich auf den Weg machen. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Ja? Das Problem ist halt wirklich, wenn das Spiel abstürzt, während ihr das spielt, müsst ihr wieder zu dem Totem zurückkehren und gucken, dass das wieder von neuem aktiviert wird. Von daher schreibt euch immer die Position auf, wo der Totem steht, dass ihr auch den Totem wieder findet, falls das Spiel abstürzen sollte. Und ich werde jetzt mal gucken, wo wir hingehen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es gibt Fallen, die gespawnt werden von Herobrine. Und es sind entweder Fallen im Boden. Oh Gott, der hat mein ganzes Equipment gechoppt. Alles klar. Okay, alles klar. Ganz schnell. Schnell alles. Ich habe noch drei. Ich habe fast keine Munition mehr, Leute. Das kann nicht sein. Ah, mein Brot. Habe ich alles aufgehoben? Da liegt noch Munition. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, das kann nicht sein. Alles aufgehoben? Ich hoffe doch. Erstmal ein bisschen was essen. Wir sind ganz entkräftet von dem Aufwand, den wir hier betreiben müssen. Oh Mann. Richtig schlimm. Also es ist wirklich nicht einfach, das zu zocken, weil es halt schon mit starker Anspannung verbunden ist. Ich könnte das jetzt auch nicht ewig zocken. Back up, ey. Ohne Witz, das kann doch nicht sein, ey. Ich will da in den Wald rein. Denk mir schon, oh, wenn da jetzt einer spawnt und was passiert? Die spawnen, ey. Oh Gott. Oh Mann, ich will da nicht durch. Wir gehen jetzt ganz schnell hier. Hoppladi hopp. Oh Gott. Alter, es ist wirklich extrem krass. Also zockt es lieber selbst. Oh Mann. Spielt es lieber selbst, dann versteht ihr, was ich meine. Ich habe jetzt hier eine AK, also ich dürfte eigentlich jetzt keinen Grund haben, hier mir in die Hosen zu machen. Aber... irgendwas ist hier gerade gespawnt. Ja, ja. Verreck im Baum, ey. Verreck im Baum. Sehr schön. Hahaha. Bin ich gut auf! Ich müsste mir ein Schwert noch nehmen. Ja, werde ich mir jetzt keins nehmen. Aber es sieht auf jeden Fall verdammt kacke aus. Ups. Ja, es fängt an zu brennen. Das ist, weil dieser blöde Herobrine hier ein Feuer legt, damit ich schön aus meinem Versteck raus muss. Aus meinem Baumversteck. Oh Mann. Jesus Christus. Oh, Alter, der hat mich gerade in die Luft geschleudert. Habt ihr das gesehen? Der will's echt wissen. Ich habe das ja schon mal gespielt. Ne? Also ihr könnt gerne mal auf dem Kanal gucken. Ich habe das schon vor längerer Zeit. Ich glaube, es war sogar 2014 noch.
Ja, habe ich das mal gespielt. Und da wurde ich übelst abgezogen. Ich wurde so genauso wie jetzt. Das ist extrem blöd, weil jetzt ist das alles auf den Bäumen verteilt. Das ist meine AK. Nein, ich darf jetzt auch nicht runterfallen. Da unten liegt noch Munition. Da liegt noch Munition. Da liegt mein Brot. Okay, darf ich jetzt runter? Hm. Ja, der droppt alles hier. Das ist ein echtes Problem. Gegen den kann man gar nicht gewinnen, weil der ist viel zu OP. Mal essen. Würde mir jetzt gerne eine Höhle graben. Einfach so, ne? Zwei Blöcke hoch. Und dass nur ich reinpasse und sonst niemand. Aber das wäre natürlich extreme Minecraft-Taktik. Und so wollen wir auch nicht sein. Oh, shit. Ich werde versuchen, jetzt einfach mal hier ein bisschen höher zu kommen. Ich würde wirklich gerne so eine Falle finden. Also wenn ich drauf gehe, werde ich mal vielleicht die Map absuchen nach so einer gespawnten Falle. Dass ich das euch mal zeigen kann, wie das aussieht. Immer wenn ihr den Sound hört, jetzt wird gleich was spawnen. Ja. Verpiss dich, Mann. Get lost! Alter, mein ganzes Equipment ist weg. Mein Equipment ist weg. Ich werde aufgefressen von Kannibalenhühnern. Verpiss euch, Mann. Ah. Alter, sind die schlau? Ah, ich bin tot. Okay, that's it. Das war's. Alter. Ich wurde durch Magie getötet. Hi, Brother. Was soll die Scheiße? Wiederbeleben. Alter, das Notch. Ey, das war voll übel. Ich konnte nichts machen, Leute. Es tut mir leid. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen länger gespielt. Da hinten. Ich glaube, da hinten war es, oder? Wo ich gestorben bin. Oder war ich da vorhin? Kann es gar nicht genau sagen. Doch, da bin ich gestorben. Hier, da stehen die zwei noch. Ja. Ja, wo ist der hin? Also es ist auf jeden Fall extrem interessant, ja, den Mod zu spielen. Weil wenn man da selbst drin steckt, dann kommt es einem ganz anders vor, wie wenn man das als Video sieht. Könnt ihr mir wirklich glauben. Guck mal, die nerven mich immer noch. Ich werde, wenn der mich mal in Ruhe lassen würde. Oh ja. Ah, ich hab Game-Modus 1. Kannst du mir nix. Ich würde mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Falle sehen. Denn das wäre schon höchst interessant. Aber so viele scheinen da nicht gespawnt zu sein. Also früher war das auf jeden Fall anders. Ich habe ja auch mal 2012 den Mod installiert. Ich habe den dummerweise versehentlich noch installiert gelassen. Hab dann im Sears Tower gebaut, zwar im April 2012, und plötzlich spawnt da Hero bei meinem Gebäude. Na, das war extrem blöd. Jetzt ist auch das Spiel abgestürzt, das heißt, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herobrine Let's Play in der Minecraft-Version 1.7.10. Mit der Minecraft Forge-Version für die 1.7.10, die endet mit 15.58. Wie gesagt, lade das herunter. Ich habe ja hier Windows 10. Benutzt also den Windows-Installer, startet einmal die 1.7.10 Vanilla mit dem normalen Minecraft-Launcher, installiert es dann mit dem Windows-Installer und zieht die nötigen Mods in den Mods-Ordner im Minecraft-Verzeichnis und dann sollte es eigentlich funktionieren. Wenn da trotzdem Fragen sind, könnt ihr die gerne stellen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne morgen live bei dem Event mit dabei sein, um 15 Uhr auf seedshines.net. Guckt euch dazu auch noch gerne das Infovideo von gestern an. Ich hau jetzt mal rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.